So, gleich zur nächsten Abendveranstaltung. Schon seit Wochen versuchen Fans der englischen Hardrock-Band Deep Purple im Internet verzweifelt Tickets für ein ganz besonderes Konzert zu bekommen. Einer der Deep Purples, John Lord, tritt gemeinsam mit dem deutschen Filmorchester Babelsberg im Potsdamer Nikolaisaal auf. Stefan Sperfeld, das Konzert ist in vollem Gange. Rockt's denn? Ja, John Lord und das Babelsberger Filmorchester sind einfach nicht zu bremsen. Seit gut 2 Stunden spielen sie hier, obwohl das Konzert insgesamt nur für 1 Stunde 45 Minuten angesetzt war, inklusive Zugaben. Also die haben ordentlich Spiellaune hier, die Musiker, und das gibt uns die Möglichkeit, mal live reinzuhören. Ja, das war jetzt eine etwas ruhigere Passage gerade. Pictured Within, so der Titel. Aber im Laufe des Abends sind ja auch schon ganz energiegeladene Stücke über die Bühne gegangen. Da ist dann John Lord an der Hammond-Orgel ordentlich mitgegangen und hat mit seiner Energie auch die Fans mitgerissen. Zumindest haben die mir das in der Pause verraten. Da waren sie nämlich voll des Lobes. Na, mir hat schon immer gefallen, diese Verbindung von Klassik mit Rock. Damals, schönes Jahr von 1969. Es war schon immer meine Lieblings-CD gewesen, auch von Deep Purple. Deswegen fahren wir auch zum John Lord hin. Gibt's gar keine Frage. Na, also dieses Zusammenspiel, das hat er ziemlich gut hingekriegt, also das Orchester und die Rockband. Also ja, und ich finde es auch erstaunlich, wie gut, also vor allen Dingen die Band ist. Im Vergleich zum Original kommen die schon, also klingen schon teilweise sehr ähnlich. Na, ich finde es sehr schön, dass es überhaupt nicht langweilig ist. Häufig hat man ja so eine Momente, wo es sich so wiederholt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist also sehr, sehr interessant, sehr vielschichtig und auch sehr schön in Kombination. Die richtig hartgesottenen Deep Purple-Fans finden also ihren Hardrock-Sound auch im Gewand der Klassik sehr interessant. Zumindest haben wir das jetzt gehört. Und wie gesagt, hier Pictured Within gerade ein sehr ruhiger Titel. Ein paar Minuten dürfen die Fans hier also wohl noch genießen. Dann so, ich denke mal, in einer Viertelstunde erst wird sich das langsam zum Höhepunkt des Abends steigern, zu dem Hit Child of Time. Und mit diesen Impressionen hinterlassen wir sie hier. Liebe Grüße aus dem Nikolaisaal.